Hallo, mein Name ist Anna Wörth und ich bin Anästhesistin hier im Uniklinikum Augsburg. Ich zeige Ihnen heute den Kinderaufwachraum. Der Kinderaufwachraum ist sozusagen die zentrale Anlaufstelle für Kinder und Erwachsene, das Team der Anästhesie und die Chirurgen vor und nach der Operation eines Kindes. Die Besonderheit hier von diesem Kinderaufwachraum ist zum einen, dass er möglichst kindgerecht gebaut ist, er ist in freundlichen Farben gehalten und hier haben wir ein Tageslicht. Es ist nicht so dunkel und es wirkt sehr viel freundlicher. Wir haben hier die Möglichkeit, 6 Kinder, man sieht hier die Monitore, 6 Kinder gut zu überwachen. Nach der Operation, vor der Operation, wir hier um die Ecke, können wir 4 Kinder gleichzeitig überwachen. Und viele Kinder sind vorher aufgeregt oder unsicher, manche haben vielleicht Angst oder haben Durst oder Hunger, weil sie ja auch vor der Operation, vor allem vor der Narkose, nüchtern sein müssen. Und um diese ganze Angst und Unwohlsein zu nehmen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Zum einen können Sie immer Ihrem Kind seine Spielsachen mitnehmen, wie hier auch. Und wissen Sie selber, ein Lieblingskuscheltier bringt sehr viel. Wir haben die Möglichkeiten von Büchern oder anderen Spielsachen oder auch von Tablets. Wie gesagt, die Eltern dürfen leider nicht mit rein, aber Sie bekommen von uns ein Telefon, auf dem wir Sie anrufen, wenn die Operation wieder vorbei ist. Während der Operation können Sie sich überall im Haus bewegen und es gibt hier um die Ecke vor dem Kinderaufwachraum einen Wartebereich, da können Sie sich auch gerne aufhalten. Wenn die Operation vorbei ist, dann wird Sie der Chirurg auch gleich wieder anrufen und Ihnen über das OP-Ergebnis erzählen, mit Ihnen die Operation besprechen. Sie können sich dann schon wieder vor den Kinderaufwachraum begeben und die Anästhesie wird aber noch, kann auch mal noch 30 Minuten da brauchen, bis Ihr Kind komplett wieder wach ist und bringt dann Ihr Kind hier wieder in den Kinderaufwachraum, schlafend, aber nicht mehr in Narkose, in stabilen Kreislaufverhältnissen. Dann holen wir Sie dazu, Sie können dabei sein, wenn Ihr Kind aufwacht. Und dann haben wir unser Ziel erfüllt, dass wir Ihr Kind sicher und stressfrei durch die Operation bringen. Sie sind hier jederzeit gut aufgehoben und willkommen.